Wir bei der FEMAG bauen Maschinen, Portioniermaschinen für die Lebensmittelindustrie. Die Maschinen findet man in der Fleischindustrie, im Bereich Tiernahrung, im Bereich Convenience und in vielen anderen Märkten. Wir produzieren hier ausschließlich am Standort Pferden. Wir haben hier die Entwicklung, die Fertigung, die Montage, die Abnahme. Und was wir liefern, sind fertige Maschinen und Komponenten, die vor Ort dann von unseren Vertriebspartnern noch installiert werden. Der Vertrieb und der Service funktioniert über unsere Tochterunternehmen, aber auch unsere Vertriebs- und Serviceagenturen weltweit. Der Exportanteil beträgt 85%. Die FEMAG verkauft hauptsächlich in den USA, aber auch in Länder wie China, Brasilien, Australien, in Neuseeland, Polen, Türkei. Wir haben auch Projekte auf Aruba, Sri Lanka. In Summe verkaufen wir in über 80 Länder dieser Erde. Export ist in der DNA der FEMAG verankert. Wir haben Systemlösungen, die insbesondere die Automatisierung zum zentralen Thema haben. Zum Beispiel in Nordamerika ist es oft, dass Personal gar nicht verfügbar ist. Und um möglichst auch lieferfähig zu bleiben, gucken die Kunden heutzutage nach Automatisierungsmöglichkeiten, um möglichst das gleiche Spektrum mit der Hälfte an Personal realisieren zu können. Ein Thema ist für uns ganz, ganz wichtig, Messen, auch face-to-face mit unseren Kunden zu agieren. In einigen der großen Leitmessen sind wir sogar der größte Aussteller. Ziel ist es natürlich, unsere Märkte zu erweitern. Aktuell ist das Thema Plant-Based Fleischalternativen. Hier sind wir in vielen Zielmärkten am Mitentwickeln mit den Produzenten. Und das ist ein Markt, der definitiv in den nächsten Jahren noch extrem stark wachsen wird. Mhm.